Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Blood Knights. Ja, in der letzten Folge haben wir eine kleine Nebenquest erledigt, uns 4 Fackeln angezündet und sind jetzt auf dem Weg zur Donnerfallkapelle, um ein Bannkreuz für den Priester zu besorgen, damit er uns wieder vertraut. Das soll eine sehr mächtige Waffe sein, also sehr mächtige Waffe gegen Vampire. Das muss ich nur noch finden, wo nochmal diese Tür war, zum Rausgehen. Nee, ich glaube, das war sogar unten. Ich glaube, die war sogar hier. Kann das sein? Ach, da ist sie doch. Nun gut, dann gehen wir mal weiter. So, zum Donnerhang. Wir waren zurück auf dem Pfad des Noah. Es war nicht besonders schwierig, die Spuren der Roten Brigade zu finden. Der Tod war überall, die Dörfer niedergebrannt. Die Donnerfallkapelle war vielleicht auch schon zerstört. Vampir oder nicht, in mir wuchs die Gewissheit, dass das, was mir widerfahren war, weniger wichtig war, als das Blutsiegel zurückzuerlangen. Wie war? Ich hatte von einem alten Ritterorden hier in den Bergen gehört. Wenn diese die Vampire nicht aufhalten konnten, würde das Blutsiegel für alle Zeiten verloren sein. Gut. Hand von Cain betreten zum Handel. Hand von Cain zu betreten zum Handel. Ist eine gute Frage. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die damit gemeint haben. Mit Hand von Cain zum Handel. Mephistos Schatz, was hat man da eigentlich? Erhöht merklich die Angriffsstärke. Cains Ring erhöht merklich die Lebensenergie. Erhöht merklich die Menge Gold für besiegter Gegner. Dann machen wir das doch so. Ah, er hat den auch. Sehr schön. Alle beide haben den. Jetzt ist nur die Frage. Lieber mehr Gold, um Sachen zu kaufen? Oder lieber unsere Angriffsstärke erhöhen? Die Lebensenergie würde ich vielleicht mal behalten. Ich glaube, ich lasse es mal so, es sei denn, wir merken, dass wir zu schwach wären. So. Wir machen den Weg frei. So, dann der nochmal. Und du kommst mal her. So, gut. So langsam komme ich auch ganz gut mit der Steuerung klar, glaube ich. So, was haben wir denn da? Können wir da hochhüpfen? Okay, was das bringt, habe ich auch noch keine Ahnung. Können wir da rüber? Hm. Ja, da oben ist so ein Teil, so ein Blutsiegel. Nicht Blutsiegel. Ah, tatsächlich geschafft. Blutmünze natürlich. Attributsteigerung verfügbar. Sehr schön. Dann wollen wir das doch mal machen. Mehr Leben, Stärke oder Glück? Machen wir wieder Stärke. Weil bei Nahkämpfer ist, glaube ich, Stärke ganz gut. Und sie bekommt Leben, Stärke. Sie ist sogar stärker mittlerweile als er. Hat auch fast Dings. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal ein bisschen auf Glück. Weil sie ist hat ein bisschen weniger Leben, aber nicht arg viel. Und ist um einiges stärker. Dann lassen wir das mal so. Ein Erfolg freigeschaltet. Blutsauger.
Okay, was ist das hier hinten? Ah, da müssen wir rüberhüpfen für einen. Aktiviere beide Schalter zur selben Zeit. Allein verwirrt und ängstlich wartet die menschliche Beute. Ich komme. Okay, das hat ja ganz gut geklappt. Jetzt frage ich mich da hinten, ist doch noch was? Ah ja. Abadons Geschenk. Was ist das denn so schönes, Abadons Geschenk? Verdoppelt die Dauer des Rundumschlags. Naja, gut. Braucht man eigentlich jetzt nicht so wirklich. Das wäre beinahe schief gegangen. Ach, das auch. Ja, das Springen ist noch nicht ganz so meins hier, aber gut. Hallo? Noch mehr Vampirgezücht? Und starke? Hab keine Angst vor der Sonne und so? Ist mir völlig egal. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Ihr habt unsere Dörfer niedergebrannt, unser Blut getrunken. Jetzt zahlt ihr den Preis. Na toll. Nehmen wir es erster, weil die Vampire sind ja auch unsere Feinde. Lasst uns durch. Diese Vampire sind auch unsere Feinde. Alles dieselbe verdammte Rasse. Soll mir reichen, um euch den Hals umzudrehen. Du wirfst uns einfach so alle in einen Topf? Genau, auf dass ihr ordentlich kocht. Und jetzt ist Schluss mit dem Geschwätz. Hast du doch auch getan. Ganz ehrlich gesagt. Toll. Noch jemand? Der hat uns viel gekostet. Okay. Halt ein! Ich bin ein Priester! Du würdest doch einem heiligen Mann nichts antun, oder? Wie kann ein Priester überlebt haben, wenn hier eine Vampirarmee durchgekommen ist? Ha, erwischt! Ich war ein Priester, wollte ich sagen. Ich habe mit diesem freundlichen Volk mit den spitzen Zähnen einen Pakt geschlossen und arbeite jetzt für sie. Okay. Du bist also ein Priester? Wir suchen das Bannkreuz. Wo ist die Kapelle? Oh, das Bannkreuz? Was ist damit? Wir sollen es der Kirche zurückgeben. Zurück in die Hände der Kirche? Augenblick. Lass mich ein Angebot machen. Meine neuen Verbündeten werden sehr dankbar sein, wenn ich ihnen das Bannkreuz bringe. Es ist eine tödliche Waffe gegen Vampire. Weißt du? Wissen wir. Ist mir zu Ohren gekommen. Aber selbst wenn ich wollte, könnte ich dir das Ding nicht überlassen. Ich muss es Bartholomäus geben, einem wahren Priester Roms. Keine Sorge. Gib mir das Bannkreuz und ich werde Bartholomäus sagen, ich hätte es selbst nach Rom gebracht. Bartholomäus wird glücklich sein und du erhältst von mir eine Belohnung.
einen Ring mit Kräften, die eines mächtigen Vampirs würdig sind. Also, entweder wir geben es Baratheus, dann bekommen wir einen Ring für Menschlichkeit, oder wir geben ihm das Ding, dann bekommen wir einen Ring für Vampirfähigkeiten. Und, aber ganz ehrlich gesagt, wenn wir es ihm geben, gibt er dieses Teil unseren Feinden. Weil die anderen Vampire sind definitiv unseren Feinden. Ich meine, es gibt Ausnahmen, wie sie wahrscheinlich. Aber die anderen, wo das Blutsieger geklaut haben, gehören wahrscheinlich absolut nicht dazu, schätze ich mal. Ich würde es wahrscheinlich Baratheus geben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Keinesfalls. Ich habe es Bartholomäus versprochen. Behalte deinen Ring. Welch ein Fehler. Aber wie du willst. Ist der, greift er uns jetzt an? Nö. Wir werden uns später wiedersehen. Na ja, gut. Dann schauen wir mal, was wir so alles noch haben. Da hinten haben wir noch was. Eine Blutmünze, ist doch richtig gesehen gehabt. Da haben wir ein Feuer, da haben wir... Oh, nett. F, um alle Gegner in der Nähe wegzustoßen. Das nenne ich ja mal nett. So, aber bevor wir weitermachen, wir können ja nicht hierher gehen, sondern hierher gehen und uns noch eine neue Fähigkeit holen. Was haben wir denn da alles? Wir können unsere kritischen Treffer erhöhen. Chancen, den Gegner zu lähmen. Umwerfen. Der Preisnachlass, das lassen wir, glaube ich. Einen schweren Angriff haben wir schon fertig. Der Rundumschlag könnten wir noch machen. Heranziehen. Ah, genau. Ich wollte das Blutsaugen verbessern, um uns heilen zu können. Da waren wir ja genau dabei. So, dann sind wir damit nämlich auch fertig. Sturmattacke, Blutschild. Okay. Bei ihr haben wir jetzt den Armbrust fertig. Kritische Treffer können wir machen. Bewegung. Feuerrate. Preisnachlass Hammer. Feuerpfeil. Die Granate. Wegstoßen. ...85% der übertragenen Energie kommt an. Das heißt, wenn ich das jetzt nehmen würde und sie trinkt Blut, würde er es bekommen. Und wenn er diese Fähigkeit hat, würde sie es bekommen, schätze ich doch mal, oder? Oder ist es jetzt gerade andersrum? Moment. Drücke Q. Um 10% der maximalen Lebensenergie werden übertragen. Keine Ahnung. Blutsaugen haben wir noch hier. Ich glaube, da gehen wir lieber mal auf kritisch, hätte ich gesagt, mit ihr. Und machen das Kritische hoch. Ich glaube, das könnte vielleicht ganz nützlich sein. Okay, da geht's nicht weiter. Aber da ist was. Interessant. So, robuste Armbrust und Bernals Schwert der Furcht. Oh, und wir haben nachher noch ein anderes Schwert gehabt zum Ausrüsten. Der hier macht mehr Schaden. Und der... macht mit Betäuben. Okay, das kommt auf jeden Fall für die robuste Klinge rein. Jetzt ist nur die Frage. 63, Leben 10. Kritisch ist das besser. Okay, dann nehmen wir das so rum.
Okay, die Armbrust, die wir hier haben, ist aber beide nicht gut. Okay. Dann geht's mal weiter. Moment, Moment. Da ist doch noch eine. Dings, war aber leider nichts drin, aber hier können wir auch noch hochhüpfen. Bekommen wir doch bestimmt noch irgendetwas, oder? Ich hätte gesagt, da kommen wir einfach darüber. Ah, das meinen sie damit. Da kann ich den Händler besuchen gehen. Machen wir mal das ganz kurz. Wie funktioniert denn das? Ah, dann kommen wir so in die Stadt rein. Sehr nett. Möchtest du Handel treiben? Ja, natürlich. Zeig mir dein Angebot. Deswegen steht er jetzt auch draußen. Blutfuchsrächer können wir jetzt verkaufen. Der ist auch ausgerüstet. Angriffskraft will ich mal behalten. Den. Ich glaube, den verkaufen wir. Die robuste Klinge können wir verkaufen. Und das war's. Hier auch auf Verkaufen gehen. Dann können wir die verkaufen. Und die verkaufen. Und der Rest ist, glaube ich, nichts mehr zu machen. Nee, das ist S11. Das sollte man definitiv noch nicht kaufen. Brustpanzer der Feucht können wir auch noch nicht machen. Ah, da hinten steht es ja auch, sehe ich gerade. Ja. Nö, dann haben wir ja nichts. Okay, das war's dann wohl. Kommen wir dann auch einfach wieder zurück mit dem Speicherteil. Dann aha. Das ist sehr nett gemacht, dass man so einfach hin und her springen kann. Das verbessert das ganze Ding doch um einiges. Oh, das Schwert sieht cool aus. Ja doch, gefällt mir. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier wieder Schluss. Dann sage ich mal, danke fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.